Und Eleganz. Junge, 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 Junge! Alter, leck mich doch am Arsch! Sorry, ihr hält da voll drauf die ganze Zeit. Jo. Du mich auch. Mann, ich hasse die KI aussetzt, aber ihr habt genau gesehen, er wollte die ganze Zeit nach rechts ziehen. Er wollte da in die Abkürzung rein. Und er setzt die KI nicht mal in Gedanken um. Nee, da hält ja jemand gegen. Ne, wir halten weiter gegen. Warum auch immer, wir verlieren zwar Geschwindigkeit und Plätze. Aber rechts. Oh, du tust mir gerade echt leid. Links, rechts. So, schön in den Windschatten. Und bingo. Hallo. Wenn ihr einer schubst, dann bin ich das. Nee, ich fahr aus da unten rum. Das ist, finde ich, irgendwie gerade bequemer. Oh nee, 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 nee. Diese Kurve ist komplett für den Digitalbereich. Und der Typ da vorne hat wie andere auch schon ein Gläschen zu viel drin, aber das soll uns ja nicht jucken. Nein, diesmal nicht abkürzen, diesmal nicht. Ich springe da eh sowieso wieder gegen die Decke. Das mache ich nicht nochmal. Wenn ihr mir Punkte bringt, aber nein. Ich hänge eher an meinem Auto als am Punkten. Ah. Warte du mal, du kriegst eh nicht geschissen. Hab ich mal. Was zum... Oh, hat der seinen scheiß Boost an? Ich glaub's hackt, ey. Nicht dein Rivalen. Ja, der kriegt ordentlich auf. Kriegt ordentlich Backenfutter. Das kann er aber schon mal mit rechnen. Oh. Aha. Kuckuck. So. Kuckuck. Der hat aber langen Boost. Komm rum. Ja, war so klar. Ja, ist okay. Oh. Mann. Entschuldigung, dass ich wieder rage, aber das Spiel bringt einen echt dazu. Wegen sein. Kollege. Du legst dich gerade mit einem Pickup an. Ich würde es nicht machen. Ihr wisst ja, warum ich auf das Spiel ab und an mal keinen Bock mehr hatte. Es gibt genug Gründe, das Spiel einfach mal zwei Seiten zu legen und einfach mal ein paar Tage nicht anzufassen. Allein die Rage-Momente, die gibt es nämlich zuhauf in dem Game. Das ist ein bisschen heftig, viele. Ich nehme mal das Auto. Leck mich! Die Karre kommt nicht mal an, aus dem Quark und... Boah, lässt sich fahren wie ein LKW. Ja, guter Witz. Tut er ja auch. Komm, wir nehmen jetzt mal hier... Ne, der hat eine scheiß Beschleunigung. Wir nehmen den jetzt hier in getunter Version. Wir hatten es gerade schon gute Dienste geleistet. Also halbwegs gute. Aber das ist egal. Ja, nochmal Skrillex, dankeschön. Das motiviert wieder. Wo ist das beim letzten Rennen, wo Skrillex war, hab ich gewonnen. Könnt ihr euch jetzt meine Siegchancen ausrechnen? 100%. Außer der macht hier Punkten. Nein, nein, geh weg! Es ist Pickup, ich leg mich nicht mit den Kollegen an. Wow, da kam aber gerade noch rübergeschleudert, als ich da ankam. Motorhaube, Auto! Oh. Und Wems. So, jetzt werden wir auch gleich mal die Lüftungsschicht ausprobieren. Einfach mal aus Spaß. Die werden sich ja jetzt doch klappen. Bin nur einfach falsch reingesprungen. Das ist das Problem. Das sieht schon wieder nicht besser aus, habe ich das Gefühl. Oh, doch. Na, natürlich sind wir Erster. Geil. Ja, das gefällt mir dann doch. Der Wagen geht aber auch gut. Also der ist echt geil zu fahren. Jetzt kommt wieder die Scheißkurve. Aber einfach so, ich fahre jetzt ohne Driften, weil dann drehe ich mich jetzt nicht. Und bin eher auf der sicheren Seite. So, hopp. Ja, der Wagen ist deutlich besser als der Pickup. Die Pickup-Kurve, Zerstörungsrennen und sowas gerne nutzen. Also vielleicht doch besser, aber hierfür einfach... Ne, wird da keine Schnitte gezogen gegen die anderen. So, einfach nur ganz ruhig fahren und alles nach Hause bringen. Wäre gar kein Problem eigentlich. So, durchs Hochhaus haben wir noch ein bisschen, durchs Parkhaus haben wir noch ein bisschen Nitro kriegen oder Boost mit dem Sprung. Ja.
Hängen wir noch diesen Drift hier dran. Scheiße! Mann, kam die Wand im Weg. Jetzt komm, spul das weg. Wie viel Vorsprung habe ich denn bitte? Liebe Wand, zeig mir meinen Vorsprung an. Mein Vorsprung, nicht, dass die letzte Runde ist. Das interessiert mich ja relativ wenig. Nee, Lüftungsschichten lassen wir jetzt mal weg. Gut, Distanz zum Ziel wird schon angezeigt. Heißt, das ist nicht mehr so weit. Trotzdem hätte ich jetzt gerne mal meinen Vorsprung. Aber halten halt für dich, Spielpfe. Das brauche ich nicht. Letzte Runde, toll. Boah, wie lame ich bin, aber es ist mir so scheißegal. Ich krieg die Kurve wenigstens. Ich war zu früh gedriftet, deswegen habe ich nochmal abgebrochen. Zerstöre ich jetzt nicht, aber das Ziel und... Halleluja, gewonnen. Aber das war jetzt echt ein leichter Versuch. Mit der Karre geht es wirklich gut. Und nein, diese Lackierung hat nichts mit dem Auto zu tun. Das macht es nicht schneller. Sieht doch schöner aus. Und der zweite war ein Pickup. Danke, Spiel, dass du es mir nochmal vorführst, dass man mit dem Auto doch schnell fahren kann. Fick dich. 23.000. Boah, da brauchen wir noch viel bis zum nächsten. Boah. Aber naja. So. Neu, der Weg des Drifters. Driftangriff. Oh, yeah. Oh, wir haben einen neuen. Stimmt, da werden wir den noch einfach mal probieren. Mit dem Driften komme ich eigentlich recht gut klar. Vorhin kam ich damit gut klar. Heißt nicht, dass ich es jetzt wieder geschissen kriege. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist jetzt komplett versammelt. Man muss gut Geschwindigkeit drauf haben, dann geht das eigentlich. Na komm, wir müssen erstmal wieder... Jetzt baue ich bitte Speed auf, um das zu driften. Danke. Hallo, mein Gott. Und Drift. Oh ja, komm von der Wand weg, Kollege. Danke. Das Driftverhalten ist bei diesem Spiel wirklich unter aller Sau. Das muss ich echt sagen. Entschuldigung, aber... Hier gezielte Drifts und gekonnte Drifts hinzulegen ist einfach fast unmöglich, weil die Karren einfach so ein ganz... sich einfach mal ganz komisch drehen, aus welchem Fall... Oh. Aus welchen Gründen auch immer, die drehen sich einfach. Plötzlich driftet sie und dann plötzlich wutsch weg. Ein Witch Racer vorherigen hätte man sich nicht drehen können. Das Spiel hat es gar nicht erlaubt. Da haben wir schon mal ein paar Punkte. Nicht drehen, danke. Bin dir sehr verbunden, wenn du das lassen würdest. Ui, die Lackierung ist aber fett, ey. Machen wir es einfach so, komm. Wir probieren das Ganze jetzt einfach weiter. Ich, wie gesagt, beim Driften... Oh ja, Mann, komm, bitte noch wenigstens etwas. Komm, kommt es mir eigentlich nur darauf, dass ich wenigstens ein... zwei Sterne kriege, aber nein, die Karre denkt sie, ich komme nicht mehr aus dem Scheiß-Drift raus, weil du mich einfach mal am Arsch lenken kannst. Nee, Drift-Events sind einfach für mich Ein-Sterne-Dinger, die werde ich auch nicht groß bearbeiten. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil die machen mir ehrlich gesagt null Spaß. Und Modis, die mir keinen Spaß machen, die zocke ich auch nicht, das ist einfach so. Man wird hier vom Spiel gezwungen, die zu zocken und deswegen, naja. Muss ich damit irgendwie klarkommen. Komm, aber wir sind 40 Driftpunkte. Komm schon. Aber nicht wissen die Ein-Stern-Wertung und das ist, dann gehe ich hier auch aus dem Drift schon wieder raus. Das reicht nicht an. Ja, da haben wir ihn schon. Ach komm, rum. Das ist so lacher für die. Da ist er. Ganz kein Realismus, aber wenn sie dann rauskommen soll aus wieder von der Position, dann ist der Realismus pur und die Karre dreht sich einfach nur noch dauerhaft. Egal, wir haben einen Stern, das ist vollkommen genügend hier bei diesem Event. Da werde ich mich auch nicht um mehr bemühen. Ging natürlich auch nur 9.000 lappige Punkte, aber egal. Der Untergrund. Zeitprüfung. 140.000 zum Freischalten. Hahaha. Krieg 5.000 mehr, ne? Wo hab ich denn nicht viel? Das Dominationsrennen. Da krieg ich nicht mehr. Wir können Vernichtungsangriff nochmal probieren, ja. Der hat noch eine geilere Beschleunigung. Ja, dann nehmen wir den hier.
wo wir den Vernichtungsangriff nochmal, und wir da noch ein paar mehr Punkte rausholen können. Weil wir brauchen noch welche, sonst haben wir die Gescheiten das letzte nicht frei, Entschuldigung. Ich werde mit dem Drift vielleicht das nicht schaffen, wie gesagt, ich krieg das ja nicht geschissen. Halt! Glitsch doch nicht in mich rein! Mann! Diese Kuschelweise hier, die sind wie wenn Glitsch die Karren dauerhaft. Erst rutscht mir jemand rein, dann glitschen die Karren so beim Überschlag, dass ich sie voll mitnehme. Nein, 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 nein! Lalalala, nicht ratschen, Elfbär, nicht ratschen. Deswegen kann ich auch immer nur eine Stadt fahren, danach bin ich echt ein Nervenkollaps. Kein Scherz. Das Spiel schafft das wirklich. Das erste Spiel, das schafft mich so... Welches zu starten? Boah, ja, Kamera, hallo. Danke. Wieso glitscht das denn hier andauernd, wie bekloppt, glitscht das? Ich sage, die Glitches ja andauernd, entweder crashen Autos in mich rein, dann ja, dreht die Kamera sich nicht mehr mit, bleibt in der Position hängen. Ist alles super gerade. Boah, ich krieg keine Kurve, So, komm, Papa will spielen mit dir. Dir nicht, weil Papa, weil das Schatz sich einfach mal abwendet, mein Gott. What the fuck, what the... Boah. Genau. Hui. Double kill. Schön, als der gerade noch hin und her schleudert, einem mitgegeben. Nein. Nö, nee, kommt keiner mit, ist okay. Fahrt nicht hinterher, nö. Will gar nicht mit euch... Boah, leck mich doch, warum kommt jetzt... Jetzt krieg ich noch nicht mal zwei Sterne hier geschissen, das ist ja super geil. Aber die gehen sich einfach bedenken. Na! Heute nicht. Werden wir nicht schaffen, die drei Sterne hier. Nochmal. Ich weiß nicht, ob die Punkte jetzt draufgerechnet werden, aber wir insgesamt in jedem Event so viele. Also, dass nur die Höchstpunkte da gezählt werden. Das wäre echt scheiße. Ich glaube, es war so, ne? Ja, ja. Drang nach Freiheit, ja. Wird nicht drauf gezählt. Nee, wir brauchen hier mehr. Boah, Drift schaffe ich nicht. Wo ist doch mal den? Mit dem habe ich letztens ganz gut hinbekommen. Wenigstens zwei Sterne hinbekommen. Das wird uns schon, denke ich, genug Punkte geben. Und Skrillex. Oh ja. Du weißt, was das heißt, Karre? Genau. Ownen. 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 Ownen heißt nicht Wende ownen, ich meine durch Drift ownen. Danke. Hier kommt es verdammt nochmal echt auf den Wagen an, das muss man wirklich sagen. Guck dir das mal an. Liebe es, wenn er heute steht. Perfekter Drift, Mega Drift oder sonstiges. So, haben wir schon fast 600. Jetzt habe ich den Drift rausgehauen. Scheiße, Mann. Die Kurve hätte ich viel besser kriegen können. So, haben wir schon mal einen Stern. Komm, wenigstens zwei Sterne hier abräumen. Es gibt 5000 Punkte mehr. Das könnte dann für uns nicht reichen, theoretisch. Also für die nächste Rennen zum Freischalten. Dem Auto kann ich das auch schaffen, weil der hat einfach super Drift-Handling, wenn es hier rumgeht. Das ist krass. Ja, schaffen wir. Bingo. Aha. Wenn wir jetzt auch gut anstellen, können wir sogar vielleicht noch die drei Sterne schaffen. Oder werde ich nur noch mit diesem Auto driften, weil der ist einfach geil. Guck dir mal an, wie man den einfach hier im Drift halten kann. Der einfach weiter driftet. Der hört nicht auf. Komm, Schatz, zieh nochmal einen guten Drift hinterher.
Drei Sterne. So, sind wir auf jeden Fall weiter im nächsten Event. Bam. Dieses Auto ist godlike, ehrlich. Damit habe ich super gedriftet. Ich hätte den auch direkt nehmen sollen am Anfang. Dieser Wagen ist einfach geil im Drift zu halten. Ja, seht ihr, ich brauche nur ganz leicht tippen und er bleibt im Drift. Bleib. Erstmal wieder gegen den, dann kann man direkt in den nächsten Drift übergehen. Das ist traumhaftes Driften. So möchte ich mein Auto haben. So und nicht anders. Godlike. So, der Untergrund, Zeitprüfung. So, da können wir uns jetzt wieder. Aber auch jetzt sehen, wir haben jetzt hier in der Klasse sogar alle frei in der Straßenklasse. Und wenn jetzt einfach mal den hier nicht, den, weil er hat einen Scheiß, obwohl der hat, doch, ist eigentlich, der ist voll geil. Den nehmen wir. In Blau. Aber es können. So. Untergrundzeitprüfung. Machen wir gerne. Weil ich jetzt nach diesem Drift doch wieder ein bisschen nach aufgeputscht habe. Oh ja. Ah ja, Zeitpunkt war ja mit Cops. Okay. Wir haben auch eine gute Robustheit. Boah, leck mich, wie plötzlich einfach rüber. Ey, komm, Wagen. Okay. Wuhuhuhu. Das war knapp gerade. Ich werde auch Kürzungen einfach mal ein bisschen Boost hinterher, damit wir ein bisschen Tempo drauf kriegen. Boah, schön aneinander gerade, die Dreh. Ja, toll. Danach haben wir den Wandwagen einfach mal in die Wand gehauen. Naja. ...1,35 ist nicht viel Zeit, die wir haben. Und die Cops stören mich jetzt gerade auch ehrlich ein bisschen, weil sie. Oh, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich eingekackert. Hier rum. Egal, hier brauche ich nicht Abkürzung. Hier waren wir aber auch noch nicht in dem Gebiet hier, ne? Hier am Hafen. Gibt es da extra Gebiet für? Weil hier sind wir noch nicht durchgefahren, da bin ich mir ganz sicher. Ui, mit Steilkurven mag ich. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Hä? Gut, da vorne. Das schaffen wir. Das schaffen wir in der F1.35. Ja. Da vorne war es schon. Also wir können es schaffen. Die Strecke ist nicht schwer. Die ist wirklich easy zu fahren. Wie gesehen, ich habe es ja ohne Unfall durchgepackt. Also ohne großen Unfall. Ich hätte es deutlich sauberer machen können. Ich möchte das hier schon nicht machen. Geh weg. Gerade saß mir auch nicht so im Arsch. Also braucht es jetzt auch nicht tun. Nein, komm, ich will den Driftfest vernünftig hinkriegen. Mann. Dann ist die Kurve schön rein. Ja, die war jetzt schöner. Die war deutlich schöner. Das habe ich deutlich eleganter gelöst. Zieh noch rein. Leichten Drift. Scheiße, voll quer. Das war nicht gut. Scheiße. Ich hätte echt den Sprung gerade erwischt, wäre es traumhaft gewesen. Aber nein, ich muss quer kommen. Ein Unfall, das ist die 1,35 nicht mehr schaffbar. Das muss man in einem Durchgang durchschaffen. Das kann ich schon. Mann! Ich muss direkt rechts rüberziehen, damit kein Kopf rechts neben mich darf. Wenn die direkt neben mir sind, habe ich keine Chance mehr. Ich muss jetzt hier rechts quer rechts fahren. Mich gleich ganz elegant rüberziehen kann. Und die Kopfs mich da nicht mehr liegen können. So. Immer ganz rechts fahren, dass rechts mich keiner reinstechen kann. Warte, links rum. Weg. Jetzt haben sie sich ein bisschen selber gestört, das ist auch schon mal gut. Mal links rum, damit wir ein bisschen mehr Speed beibehalten können. Rechts sind die Cops, jetzt kommen sie rübergeschossen, drängen sich selber ab, gut. Zieht's innen rein. Bingo. Boah, traumhaft, schön. Jetzt sind wir hier rein. Nitro hinterher. War Boost, wie man es nennen will. Jetzt haben wir die Cops auch wieder nacken. Nein. Komm, geh weg. Läuft gerade so gut, jetzt lasst es. Ich will jetzt hier keinen Stress mit euch anfangen, ehrlich.
Nee, das lassen wir einfach. Das lassen wir einfach mit dem Sprung. Das riskiere ich jetzt hier nicht mehr. Ist mir gerade echt zu unsicher, dass ich mir hier die Karre noch zerlege. Das wird wieder scheiße knapp, Mann. Schaffe ich das diesmal? Ich glaube nicht. Mm-mm. Ne, scheiße, Mann! Straight spiel ich jetzt aber. Wieder nur zwei, ja, Mann. 1,37 ist zwar jetzt schon verbessert, aber fehlen immer noch fast 3 Sekunden. Ich werde es jetzt erstmal die Punkte zählen lassen und dann nochmal machen, weil ich will es einmal noch schaffen. Einmal probieren wenigstens. Wir haben jetzt mal den nächsten Rang, aber ja, versuchen das erstmal erneut und gucken dann, was wir als Straßenkrieger für ein neues Auto bekommen haben. Aber das ist gerade zweitrangig. Uns geht erstmal der Sieg hier, ist uns wichtiger. Ja, jetzt hier im Let's Play will ich jetzt wieder nur Sieger einfach. Also das andere war, habe ich jetzt einfach so privat gefahren. Da ist mir jetzt so nicht sicher. Ich kann, so nicht wichtig. Kann ich ja immer noch privat wieder auf 3 Sterne hochfahren, das ist ja nicht schlimm. Ich habe keinen Kopfstress, plötzlich plopp. Kommt der vor mir angeschossen, ich glaube, sagt. Hier habe ich jetzt einfach mal für Abkürzung auf, falls welche kommen, damit wir die auch nutzen können. Ist doch rechts eine, ja, ist es. Wollen wir doch durch. Nein, da fahre ich diesmal nicht durch, wie gesagt, weil das kostet mir einfach zu viel Zeit. Wir heben das jetzt aber noch auf. Oh, kusch dich einfach, komm. Oh ja, hier gibt es eine schöne Abkürzung. Nein, 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 nein. Oh, damn it. Läuft alles gut und dann eckt man wieder einmal an, das ganze Rennen kann man neu starten. Weil die Zeiten in diesem Zeitrennen sind wirklich so eng gesteckt, dass man echt sich keinen scheiß einzelnen Fehler leisten kann. Das ist krass. Aber ich weiß schon, dafür da hinten muss ich mir Boost aufheben. Da kann ich die Kurve viel besser fahren. Schön, schön, schön. Sieht doch nutzen wir gleich für den Sprung da hinten, um noch wieder ein bisschen Boost aufzubauen. Können wir direkt verwenden, das gibt uns ja den Boost wieder zurück und außerdem Punkte. So. Nope, da danke ich gerne ab. So. Konzentration ist jetzt hier gefragt, damit ich jetzt hier keine Fehler mache mit den Cops. Nein, 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 ich hab die Kurve falsch gefahren, euch Otto, ey, kusch dich. Hätte ich die Kurve anders angefahren, ne? Sowas. Ja, schaffe ich wieder nicht. Kacke! Das mache ich jetzt aber nicht nochmal, komm. Lass mir jetzt sogar gestehen, ich hätte die Kurve einfach anders anfahren sollen, aber ich mache die Fehler ja immer wieder, also... Lassen wir das jetzt so, ich werde das vielleicht privat nochmal neu fahren, oder wir machen das beim nächsten Mal, aber... Soll mich jetzt auch nicht stören. Das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Außerdem interessiert mich ja, was wir als Straßenkrieger jetzt freigeschaltet haben. Hurricane GCX. Oh, der sieht nice aus. Williams Way dominiert. Ein Dominationspunkt. Jo, wir haben jetzt noch insgesamt wie viele... Städte, 4 Stück haben wir noch vor uns, 5 haben wir bisher geschafft. Und damit verabschiede ich mich jetzt aber erstmal wieder von Witch Racer Unbounded. Ich bin Apple 5, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.